Was gibt es denn jetzt für Aufgaben und Pflichten, die ihr erfüllen müsst? Vielleicht Sarah nochmal. Musst du jetzt relativ viel trinken, oder? Klar muss man Bier trinken, aber ich sage es immer so, es gibt sehr gute alkoholfreie Biere und da ist der Markt einfach so gewachsen in den letzten Jahren, dass man auch sehr gerne auch ein alkoholfreies Bier trinkt. Aber zu den Aufgaben selber, die ich habe, ist eigentlich das Repräsentieren unseres bayerischen Bieres, also von unserem Kulturgut im In- und Ausland. Das Ausland ist natürlich bis jetzt einfach noch flach gefallen, aber ich denke mal, dass wir vielleicht noch ein, zwei Reisen machen können. Kerstin, wie ist das bei dir? Ich glaube, die Fliege kommt auch aus dem Wald, oder? Ja, ich glaube auch. Also bei mir ist es auch so, hauptsächlich das Repräsentieren eben. Und ja, hauptsächlich ist es dann irgendwelche Waldbesitzervereinigungen, die da irgendwelche 50-Jahr-Feiern haben oder so, wo ich immer ganz gerne auftrete, darf dann auch jedes Mal Reden halten. Oder auch mit Kindergärten habe ich viel zu tun. Ich meine, das ist ja auch so ein zunehmender Trend, dass man seine Kinder jetzt in Waldkindergärten schickt. Und das finde ich echt klasse, diese Idee. Und die freuen sich natürlich dann auch immer extrem, wenn eine Königin kommt. Und dann dürfen die auch alle immer mein Zepter halten und fühlen sich dann auch immer wie so eine kleine Prinzessin. Und das ist halt echt super schön, wenn man auch die Kleinen schon für den Wald begeistern kann und was halt auch mit dem Wald alles zusammenhängt. Also das ist ja wirklich ein großes Spektrum. Und genau, das macht mir dann echt ganz viel Spaß. Auslandsreisen habe ich leider noch keine gehabt. Ich glaube, das werde ich auch nicht haben. Sehr schade, da beneide ich die Sarah ein bisschen drum. Aber ja, meistens Bayern zählt ja Berlin fast auch schon zum Ausland und da Grüne Woche bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Gabi, vielleicht kannst du einmal sprechen über die Bedeutung. Ich meine, die beiden repräsentieren ja letztlich auch Wirtschaftszweige. Welche Bedeutung haben denn die Produktköniginnen generell für die Beziehung Wirtschaft und Menschen? Ich denke, es bringt niemand besser die Menschen näher, die Produkte, oder die, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel Bockbier Einbeck. Das wusste ich, weil ich 2 Stunden lang in Einbeck eine stinklangweilige Brauereiführung gemacht habe, die mich so genervt hat. In dem Moment, in dem die Sarah das erklärt und die Menschen das Produkt erklärt, wird es viel sympathischer. Und es ist auch was ganz was anderes, als wenn wir Waldbauern rausgehen und erklären den Wald und die Waldpädagogik und was wichtig ist, ist doch viel langweiliger, als wenn die Kerstin das tut. Ich denke, sie sind so ein großartiges Bindeglied von diesen Belehrenden, das wir als Produzenten haben. Und zu dem reinforderten, was vielleicht der Verbraucher hat. Also ich kenne meiner Meinung nach kein sympathischeres Bindeglied und auch kein, wie soll ich sagen, ja, Bindeglied sagt es eigentlich, aber sie sind einfach verbindend. Und das haben wir gerade beim regionalen Märkten und regionalen Verbrauch selber selten. Jetzt, wenn wir zum Spargel oder Erdbeeren oder Obst gehen, weil wir Produzenten halt manchmal auch so genervt sind, weil die Leute so wenig über unser Produkt wissen, dass wir da nie so verbindendes Glied sein können wie die Produktköniginnen. Dieses Bindeglied, das hat ja auch immer ein Risiko mit dabei, dass man eben teilweise, wenn man diese Rolle denn eingegangen ist oder wenn man die Rolle bekommen hat als Königin, dass man dann eben auch vielleicht mal bei Instagram irgendwelche komischen Kommentare kriegt oder bei irgendwelchen Festen angegangen wird. Habt ihr da schon was erlebt oder kennt ihr das auch von euren Vorgängerinnen? Also ich persönlich muss halt sagen, für das ist meine Amtszeit einfach zu kurz bis jetzt gewesen. Ich kenne das so nicht, weil ich muss sagen, jede Veranstaltung, die ich bis jetzt besucht habe, und ich habe das auch noch nicht im Internet erlebt, waren die Leute einfach so freudig und die haben so viel Motivation gehabt, dass überhaupt wieder was stattfindet. Also man sieht eigentlich nur glückliche Gesichter. Und ich habe da eigentlich noch nie irgendwie was erlebt, dass jetzt da irgendwie auch teilweise dass man sagt, da steht jetzt eine Frau vorne und präsentiert das Bier. Warum macht denn das kein Mann oder so? Also das Thema ist eigentlich an mir bis jetzt wirklich vorbeigegangen.
Kerstin, wie ist es bei Ja. dir? Wurdest du zum Beispiel schon mal belästigt oder ähnliches? Ja, genau. Also ich glaube, das kann ich jetzt ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich es halt doch schon seit 2019 ausführe, das Amt. Also es ist schon so, dass oftmals die Frage kommt, ja, warum machen das denn nur Frauen? Das ist ja voll gemein. Da heißt es immer Emanzipation und Gleichberechtigung und das könnte doch auch ganz gut ein Mann machen. Ja, ist berechtigtes Argument. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es bei mir schon so oft gewesen ist, dass ich bei irgendwelchen Veranstaltungen natürlich dann in meiner Tracht, also mein Dirndl da war und dann hieß es, aha, man braucht also genügend Holz vor der Hütte, um Waldkönigin zu werden. Und dann steht man halt auch so da und denkt sich, nee, damit hat es gar nichts zu tun. Und also immer solche teilweise plumpen Sachen, vor allem wenn dann der Alkoholpegel gestiegen ist, das kommt schon immer mal wieder vor. Aber mein, ich glaube, wir sind alle Frau genug, damit wir da drüber stehen und dass man dann auch dementsprechend Antwort geben. Gabi, das Macho-Macho-Dasein ist noch nicht vorbei, gell? Nee, ich habe das auch schon öfter gesehen und beobachtet und gehe aber dann immer hin. Ich bin selber Mutter von drei Töchtern und ich finde, also entschuldigen Sie, wenn die im Faschingskostüm unterwegs sind oder ich stehe es niemand zu und ich habe das schon öfter gesehen. Ich finde, es ist besser geworden, war früher ganz schlimm, aber meine Kollegin Eva Gottstein hat jetzt jahrelang diesen Prinzessinnenempfang gehabt und da hört man schon immer wieder, wenn sich die Mädel dann erzählen, in den verschiedenen Ämtern, dass es immer wieder gibt und einfach, ja, auf die, wenn es einfach wären und man muss sich da nichts gefallen lassen, ihr macht das alles im Ehrenamt und einfach nichts gefallen lassen. Erwehrt euch eurer selbst und dann helfen euch die anderen und das haben sie auch zu tun.